Meine liebe Astro-Rebellin, mein lieber Astro-Rebell aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und aus der ganzen Welt, herzlich willkommen auf 10 Stern Astrologie. Ich bin Emmanuel, dein astrologischer Lebensberater. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wenn du auf der Suche nach einem faszinierenden und wegweisenden Erlebnis bist, dann bist du hier genau richtig. Ich möchte dich heute etwas ganz Besonderes vorstellen. Das große Rad. Das große Rad ist eine einzigartige astrologische Beratung, die dir dabei unterstützt, deine persönlichen Herausforderungen zu meistern, neue Perspektiven zu entdecken und dein volles Potenzial auszuschöpfen. Egal, ob es um Fragen zur Liebe, Karriere, Gesundheit oder persönlichem Wachstum geht, das große Rad bietet wertvolle Einblicke und Ratschläge. Es ist eine individuelle astrologische Analyse, die dir detaillierte Einblicke in deine Stärken, Herausforderungen, Gefahren und Potenziale in der Zukunft gibt. Ich lade dich herzlich ein, diese einzigartige Erfahrung zu erleben und dein eigenes Leben aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Die Details zu dieser Dienstleistung findest du im Link unten in der Beschreibung dieses Videos. Also zögert nicht, nimm dein Schicksal in die Hand und bucht noch heute das große Rad. Lasst uns gemeinsam den Weg zu deinem erfüllten Leben beginnen. Bevor ich mit der Prognose für November 2023 starte, möchte ich dich darauf hinweisen, falls du es noch nicht getan hast, diesen Kanal zu abonnieren, sodass du zukünftige Videos nicht verpassen kannst. Bitte aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Vielen Dank. Und nun die astrologische Prognose. Lieber Skorpion, zwischen dem 3. und dem 1. November 2023 hast du eine Opposition zwischen der Sonne und Jupiter. In dieser Zeit wirst du eine Zeit intensiver und möglicherweise konfliktreicher Energien erleben. In der zwischenmenschlichen Interaktion besteht es das Potenzial für Meinungsunterschiedenheiten, Verzögerungen und Konflikte in Partnerschaften, da du dich möglicherweise durchsetzen willst, während gleichzeitig die Bedürfnisse anderer berücksichtigen musst. Es empfiehlt sich, nicht mehr vorzunehmen, als man wirklich bewältigen kann. Ansonsten wird man überfordert sein. Am 4. November ist Saturn direktläufig in den Fischen. Es handelt sich hier um einen langfristigen Transit. Und das bedeutet, dass bis Februar 2026 wirst du dich in deinem kreativen Ausdruck eingeschränkter oder verantwortlicher fühlen. Dies kann dich dazu ermutigen, deine kreativen Fähigkeiten auf eine strukturiertere und organisierte Weise zu nutzen. Themen wie Bildung, Selbstständigkeit und Kinder, Enkelkinder sind mit Herausforderungen verbunden. An den Tagen zwischen dem 4. und dem 7. November hast du Merkur Opposition Uranus. Es handelt sich hier um eine Spannungskonstellation. Du könntest unerwartete Veränderungen in Partnerschaften erleben, die deine Kommunikation und Interaktionen beeinflussen. Es kann zu plötzlichen Enthüllungen oder Überraschungen im privaten sowie in geschäftlichen Beziehungen kommen. Am 8. November tritt Venus in Waage ein. Und das heißt, bis Anfang Dezember wirst du das Bedürfnis verspüren, dich auf tiefe und bedeutungsvolle Verbindungen einzulassen, die über oberflächliche Aspekte hinausgehen. Du hast die Gelegenheit, ungelöste Situationen anzugehen und in Frieden mit ihnen zu kommen. Danach, am 9. November,
bilden Merkur und Pluto einen Sextil. Deine Denkweise wird während dieses Transits tiefer und intensiver sein. Du wirst das Bedürfnis verspüren, verborgene Wahrheiten aufzudecken und intensive Gespräche zu führen. Zwischen dem 10. und dem 12. Monatstag ergibt sich eine Mars-Uranus-Opposition. Während dieses Transits wirst du wahrscheinlich eine starke innere Entschlossenheit und Energieschub haben. Du wirst dich mutiger und impulsiver fühlen, was dazu führen wird, dass du die Initiative ergreifst, um ein wichtiges Ziel zu erreichen. Am 13. hast du einen Neumond in deinem Zeichen. Während dieses Neumonds wirst du alte Gewohnheiten und Muster hinterfragen und vielleicht auch loslassen, die dich in der Vergangenheit zurückgehalten haben. Es ist eine Zeit, lieber Skorpion, um dich selbst ehrlich zu betrachten und herauszufinden, wer du wirklich bist. Danach zwischen dem 14. und dem 26. hast du Mars-Konjunktion Sonne. Deine Entschlossenheit und Motivation werden während dieser Zeit verstärkt sein. Du wirst fest entschlossen sein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und du wirst wahrscheinlich die Ausdauer und den Ehrgeiz haben, dies auch tatsächlich zu tun. Am 27. hast du einen Vollmond in Zwillinge. Es ist eine gute Zeit, um alte Verletzungen und unausgesprochene Emotionen anzugehen, da der Vollmond in deinem 8. Haus eine emotionale Befreiung und Heilung fördern kann. Hinsichtlich Finanzen gibt es bald Neuigkeiten. Zwischen dem 28. und dem 30. November bilden Mars und Saturn ein Quadrat. Am Monatsende könnte es notwendig sein, Geduld und Durchhaltevermögen zu entwickeln, um Hindernisse in Bezug auf deine kreativen Ziele zu überwinden. Du könntest mit Herausforderungen konfrontiert sein, die dein Selbstwertgefühl, deine Kreativität und deine romantischen Beziehungen betreffen. Dementsprechend solltest du am Monatsende ein bisschen geduldiger als sonst sein. Das war's mit dieser astrologischen monatlichen Prognose für November. Wenn du aber eine individuelle Beratung und Analyse benötigst, weißt du schon, was zu tun ist. Ich habe eine Webseite und dort kannst du auf jeden Fall jederzeit eine astrologische Beratung bei mir in Anspruch nehmen. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, lieber Skorpion, und wir sehen uns beim nächsten Video.